So, jetzt muss ich mich aber beeilen und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, das ist eine Dev hier. Habe ich gerade mal so den F9-Button gepresst hier. F9 heißt bei mir Aufnahme starten und ich höre gerade, ihr habt gar keine Musik so ein bisschen im Hintergrund. Warte mal, ich mache mal ein bisschen an für euch. Das könnten wir einfach so machen. So, jetzt habt ihr auch ein bisschen Mucke. Ist zwar ganz, ganz leise, aber ist, glaube ich, nicht ganz so tragisch für Musikkanäle. Müsst ihr eh woanders beitreten. Okay, was macht der Gegner? Bekommen wir hier eine Defin oder kassieren wir drei? Müssen wir mal gucken. Ja, aber ihr habt es gesehen, ich mache ein bisschen Osterruhe hier. Obwohl ich das am Wochenende gesagt hatte in den Streams, kann ich das ja gar nicht so durchziehen, wie ich das eigentlich machen will. Lag einfach daran, dass wir jetzt vor Osterruhe gemacht haben. Also nicht die Osterruhe, die vom Tisch ist in Deutschland, sondern Osterruhe in dem Sinne, dass ich mit einigen Accounts überhaupt keine Klankriege mehr gespielt habe und wir zum Beispiel einen kleinen Herausforderer auch gar nicht mehr gesucht haben. Machen wir wahrscheinlich vor der Liga wahrscheinlich gar nicht mehr. Und vielleicht spielen wir ein FCW mal oder sowas. Irgendwas lasse ich mir da noch einfallen. Aber in so ein paar Tagen geht ja auch die Liga wieder los. Und dann kann ich natürlich nicht mehr sagen, funktioniert oder funktioniert nicht. Aber das funktioniert in jedem Fall hier. Das dürften eigentlich die beiden Drachen nicht mehr hinbekommen und die angeschlagene Queen auch nicht. Das wird also eine Defensive hier. Das war jetzt 6 auf 3. Es kann natürlich sein, dass das ein Zehner war. Ne, mit 6er Drachen kann kein Zehner sein. Ne? Der hat ein Zehner, ein Elfer. Doch, es ist ein Elfer, glaube ich. 6er Drachen ist 11, meine ich. Und 5er Drachen ist Rathaus 10. Aber kein Worden dabei, okay. Also auch nur mit halber Mannschaft am Antreten. Ich mache jetzt gleich mal einen Angriff, wo ich schon mal da bin, würde ich sagen. Und ich habe eigentlich auch alles parat. Die Base, die ich machen muss, ist eigentlich nicht so schwer. Da ist sie. Ich hatte mir die eben noch markiert. Ich habe erst gedacht, die wäre weg, weil wir haben hier auch so ein bisschen kleinere Angriffsregeln, aber sind ja noch 13 Stunden, 21 Minuten und wir machen das eigentlich immer so, der erste Angriff innerhalb der ersten 12 Stunden so in etwa durchbringen. Dann nett im Chat nachfragen, wo kann ich meinen zweiten Hit setzen? Ich habe keine Zeit oder halt am nächsten Tag gucken, wo ist noch was offen. Aber ich glaube, den können wir machen. Der hat keine X-Bögen und ist auch sonst recht mau. Hat auch nur einen Feger, wie ich das gesehen habe hier. Ich habe sonst keinen anderen gesehen. Ob ich jetzt bis dahin komme, weiß ich noch nicht. Ich habe ganz, ganz viele Mauerwerker dabei. Ich weiß. Da kann man nie genug von haben, Leute. Mauerbrecher kann man nie genug von haben. Vor allen Dingen das Coole ist, die Mauerbrecher, die kannst du auch einsetzen hier für so ein Loch. Ja, aha. Oh, Tesla Farm. Okay. Tesla Farm. Queen raus. Zack, guten Tag. Hallöchen. Und dann bringen wir die schon mal kurz in Gift hier. Und ich setze jetzt hier mal meinen King. Denn meine vielen Mauerbrecher, die sollen einfach irgendwo reingehen. In der Hoffnung, dass da der King auch irgendwo so ein bisschen mitmatcht. Ja, macht er auch. Perfekt. Sehr schön. Ja, komm, die KG da mal zur Luftabwehr. Da bist du gut aufgehoben, würde ich sagen. Und dann haben wir hier ja noch ein paar Mauerbrecher. Wo könnten die hingehen? Okay, oh, die gehen auch auf die Mauer und auch auf die. Ja, perfekt. Einmal rechts, einmal links. Sehr, sehr schön. Und dann ist jetzt die erste Luftabwehr schon mal weg. Da hinten muss dann der King die zweite Luftabwehr wegmachen. Was ich eigentlich eher selten mache, muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme selten von der gegenüberliegenden Seite hier eigentlich in solche Bases rein hier. Hier können wir jetzt mal den Hund fliegen lassen. Der fliegt ja schon hier hin. Und auch den nächsten lassen wir hier mal hinfliegen. Das ist jetzt nicht so pralle hier die Base, muss ich mal so sagen. Jetzt, ich will jetzt nicht sagen, mich stören da irgendwie, dass es keine X-Bögen gibt, aber irgendwo war der jetzt ein bisschen zu einfach. Okay. So, wo gehen die alle noch hin? Zur Kanone. Perfekt. Da geht's auf die Kanone drauf und einmal aufs Rathaus. Ja, ganz easy peasy hier. Ja, das ist auch wirklich nicht schwer. Es guckt mir auch schon gar keiner mehr zu hier. Und Doppelleiste hätte ich auch nicht machen brauchen. Ist immer gerne eine Frage. Toto, warum nimmst du Doppelleiste? Ist überhaupt hier ein Hund geplatzt? Nee.
kein Hund aufgegangen, okay. Könnte ich ja gleich wieder meinen zweiten Hit setzen, aber ich warte mal noch auf die anderen. Ich habe aber noch einen anderen Account, den ich hier auch noch durchbringen muss. Also so ganz Pause habe ich nicht gemacht. Der Zweisocken ist hier sowieso eher zufällig mit reingerutscht. Und den habe ich nämlich, eigentlich liegt er auf Eis. Eigentlich liegt er auf Eis. Ich habe nur die Clanspiele geleached so ein bisschen und mehr mache ich mit dem eigentlich gar nicht. Eigentlich hört sich auch mal komisch an. Wo muss ich denn eigentlich mit Toto drauf? Okay, oh, Toto ist gelegt worden von Nummer 6, von seinem Gegenüber. Okay, hatte ich mir den, den hatte ich mir auch markiert. Das ist ein 11er, ist aber eigentlich nur ein 10er mit dem Rathaus 11. Streng genommen kann man den auch gut mit Luft machen, mit einem Queen Charge oder irgendwie sowas. Ich habe mir jetzt aber was anderes überlegt. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe auch schon Truppen angefordert gehabt beim Thorsten hier, also in der kleinen Österpause. So, das ist der kleine Toto da unten. Und da müsste ich eigentlich schon was angefordert haben. Habe ich auch. Ja, habe ich auch. Okay, viele, viele Hexen. 2 Golem und 9. Ah, was ist das? Scheiße. Na, okay, hier muss ich jetzt doch. Ich will jetzt nicht sagen Scheiße, aber ich wollte gerade sagen Scheiße. Ich sag's mal besser nicht, das sagt, soll man ja nicht sagen. Farmen nicht, sondern CK. So, vermutlich muss ich jetzt gerade selber reinkommen mit einem Account. Also machen wir kurz einen Cut. Und, ne, wir machen keinen Cut. Wir machen keinen Cut. Kein Cut. Auf wen geht es? Auf Huhu, schon das zweite Mal. Oh, das ist eine unfaire Sache hier, sehe ich jetzt schon. Okay, da muss jetzt 11 schon auf 9 dran. Der Huhu hat wahrscheinlich schon einmal gedefft. Perfekt. Auch nicht schlecht. Naja, wir werden in jedem Fall so ein bisschen was über Ostern, denke ich mal, wieder Livestream mal sehen. Was ist dort? Es gibt ja immer was zu tun. Und wenn es mal was anderes ist, ich hab ja auch, man muss es ja machen. Ich mache das ja nicht. Ich erzähle euch immer, ja, wir machen mal was anderes, aber dann machen wir das nie. Sollte er das wirklich schaffen hier? Sollte er das wirklich schaffen? Ist nicht ganz einfach, ne? Naja, okay. Hat er wohl geschafft. Naja. Harter Dip hier schon auf die Kollegen. Dann haben die natürlich jetzt schon mal einen Angriff weniger oben in dem Bereich. 4, das ist ein 11er hier. Mit den E-Drachen. Dann haben die einen Angriff weniger. Da kann man dann schon mal so ein bisschen durchrechnen. Die haben uns oben ja jetzt noch nicht so viel getan. Hase, Ted, Romano, Barfuß, Red Fox, alle am Deffen hier, die 11er. Ab hier geht es dann, glaube ich, das ist noch 10, dann Ramses ist auch 10, der Thalys ist 9, okay, da schicken sie gleich auch einen 11er drauf, denke ich mal, kann ich mir zumindest vorstellen, aber da ist auch einer nicht da, womöglich, ich gucke immer, man guckt ja immer so ein bisschen, ne? Ist das vielleicht ein toter Account hier oder macht der doch was, der wird doch was machen, oh, schon 12er. Oh, okay, das ist schon 12er. Ernsthaft? Was habe ich denn gerade gesagt? Gegner, ach, Nummer 3 ist das, okay. Gegner Nummer 3, Jack Frost hier, hat Romano gemacht. Mal gerade gucken, wie er den gemacht hat. Weil es kann sein, dass ich da mit dem Barfuß dann rauf muss. Entschuldigt das. Ich bin gerade ein bisschen leiser geworden. Muss mal gerade gucken, wie er das gemacht hat. Okay, auch mit Drachen. Was ist denn das für ein Rathaus? Ein 5er ist klar. Okay. Ja, müssen wir uns was einfallen lassen. Aber erstmal muss ich einen kurzen Cut machen. Ich muss mich eben mal selber einladen hier, dass ich hier diese Karre kriege hier. Saisonstart ist auch okay. Müssen wir auch wieder eine Liga dann irgendwie haben. Und dann sehen wir uns gleich zum Angriff wieder. Wir sind wieder zurück im Spiel. Ich habe eine Karre, wunderbar. Also, dieses Nudelholz, so sagt ihr zumindest immer ganz gerne dazu. Ich wollte den angreifen. Der Gegner hat übrigens angegriffen, aber das machen wir gleich. Was machen wir denn hier eigentlich? Wie könnten wir jetzt eigentlich vorgehen? Ich gehe gerne über eine gerade Flanke der Clanburg entgegen, aber das machen wir dieses Mal anders. Wir machen das mal anders. Wir machen das mal anders. Ich hätte vielleicht doch noch einen Frost mitnehmen sollen. Zweimal Gift braucht man ja nicht wirklich, aber was man hat, das hat man. Ne? Muss man auch ganz klar so sagen.
was man hat, das hat man, Leute. Und hier mittig gehen wir mit dem Boland mal hin. So, das Holz schlägt da schon ganz gut ein. Da müssen wir gerade mal warten, dass das Lager hier auch kaputt geht, dass der King hier so ein bisschen reingeht. Das funktioniert noch. Das Kampfholz schlägt voll durch hier. Ich habe noch einen Sprungzauber für alle Fälle. Und ich habe aber auch Wutzauber. Auch wieso wollte der denn umdrehen da? Habt ihr das gesehen? Der wollte da umdrehen. Ist natürlich nicht so toll, dass der umdrehen wollte. Und der Single hier macht mir reichlich zu schaffen. Okay, wir nehmen den Sprung hier unten bei den Helden. Macht mal die Helden da weg. Komm, komm, komm. Ein bisschen mehr Piano da. Einmal hier die Queen ein bisschen gefrostet. Die geht down. Perfekt. Und oh, das sieht ganz gut aus, Leute. Das wird eine Hüpe. Würde ich sagen, das sieht noch ganz gut aus. Wo haben wir denn noch viele, viele? Da haben wir noch viele, da hinten, da oben. Und dann haben wir die nochmal durchgewutet. Die Queen ist hinter dem Golem, also so halbwegs hinter dem Golem. Der Golem tankt auf jeden Fall wunderbar hier für alles. So soll das sein. Und so haben wir hier die nächsten drei Sterne reingeholt. Da mache ich mit euch auch noch einen Rathaus 11 Angriff. Dadurch, dass wir jetzt hier nicht mit dem 11er ran müssen, sondern das Ganze schon mit dem 10er erledigt haben. Das ist ganz gut. Und also hat doch funktioniert. Okay. Mau. Oh, hier haben wir einen Angriff. Ey, der Thales. Der Thales ist am Start. Live. Perfekt. Oh, auf die Base. Okay. Das ist jetzt, da lacht er jetzt auch gerade drüber, der Fred. Denke ich mal. Und auch hier hat der Fred ein bisschen Pech. Das geht wenigstens ein Lava-Hund auf. Da. Oh. Wie viel Luftminen da gerade hochkam. Und die beiden Hunde hier alles geben, dass sie die letzte Luftabwehr hier noch tanken. Endlich gehen hier mal ein paar Welpen drauf. Wunderbar. Ja, okay, die Base war jetzt für Thales auch nicht so der Bringer. Aber macht nichts. Hat sich jetzt nicht an die 12-Stunden-Regel gehalten. Was machen wir jetzt mit ihm? Gar nichts. Was weg ist, ist weg. So. Denn der Gegner hat eben schon wieder einen Rathaus 11-Angriff auf 9er verballert. Das ist super für uns im oberen Bereich. Da haben die zwar jetzt was geholt. Das haben wir hier gerade gesehen auf Thales. Genau, das war auch wieder der Dong auf den Thales. Das war auch Rathaus 11 auf Rathaus 9. Und so hat der Gegner nur noch zwei Angriffe hier von dem 12er, der vielleicht nicht angreift. Und hat hier aber noch reichlich offen. Ich meine, er könnte jetzt noch zwei Sterne womöglich holen hier bei uns. Kommt ganz drauf an. Schöne Base hier. Übrigens nochmal danke an die Community, die mir gestern Abend diese Base hier noch zur Verfügung gestellt hat. Der das getan hat, sie hat erstmal gehalten. Das ist auch sehr, sehr cool. Sie hat erstmal gehalten. Und denn ich hatte beim Schiefbarfuß eine nicht so gute Base. Habe gestern Abend kurz im Livestream gefragt, hat nicht jemand eine 11er Base für mich? Dann rauf auf den Discord und den Link scheren. Und dann haben wir die auch genommen, haben wir aktiviert. Ja, hat gehalten, perfekt. So soll es eigentlich sein. Und da machen wir mit dem Barfuß, würde ich sagen, auch noch einen Angriff. Auf deren Nummer 4 hier. Ja, da habe ich auch schon eine Idee. Die machen wir mit Luft. Da machen wir kein Sui-Lalo. Oder eigentlich könnte ich einen guten Queen-Charge-Lalo machen. Ne? Ich könnte einen guten Queen-Charge-Lalo machen. Ich muss nur bis zur Queen kommen. Das ist das Problem. Ich muss bis zur Queen kommen. Und Adler weg. Alles weg. Machen wir vielleicht nicht Sui. Aber wir werden es machen. Also nochmal kurzer Umschwung hat, dann gehe ich auf den Schiefbarfuß und machen wir noch einen 11er Angriff hinterher. Eieiei, jetzt muss ich doch noch schon, oder was heißt schon, jetzt muss ich doch noch ein bisschen boosten hier. Der hatte gar nichts am Stissel hier, der Schief. Gar nichts, aber wirklich mal so gar nichts. Okay, wir können auch reingehen. Ich bin ja jemand, der so ein bisschen immer Classic angreift mit seinen Armeen. Also mit Classic meine ich eigentlich, ich kann natürlich auch so ganz, ganz elegant so ein Queen Charge Lalo machen hier oder sowas. Aber Classic reißt es auf. Pass auf, was ich damit meine. Zwei Golem, 10 Bowler, 19 Loons und nur ein Lava-Hund in der Hoffnung, dass ich drei Luftabwehren bekomme. Müssen wir mal schauen, ob wir das auch schaffen, drei Stück. Ich wollte erst jetzt mal die Golems hier wegsetzen. Warte mal, einen da. Die Bola da so ein bisschen hinter. Die Karre hier rein. Zwei da. Jetzt müssen erst wieder die Lager weggehen. Ja, das sieht ganz gut aus. Die sind weg, das heißt,
Queen, King und Queen könnten jetzt schon mal reingehen. Das machen sie auch. Okay, irgendwann kommt da ja mal ein bisschen Clanburg raus. Vermutlich jetzt. Okay, die haben wir auch sofort im Frost drin. Perfekt. Und eben mal den King hier ein bisschen gezündet, dass hier ein bisschen mehr Trouble jetzt ist. Jetzt muss die Queen aber auch mit dazukommen, weil der Drache muss weg hier. Der Drache muss in jedem Fall fallen. Und aber da unten ist schon ganz gut gefallen. Wo ist der Lavahund? Mein Lavahund. Mein Worden dahinter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Und jetzt brauchen wir auch ein bisschen PS hier rein in die Base. Also ein bisschen mehr Speed. So, da ist die Quellenfalle. Hier haben wir noch 4 Stück. Hier hinten setzen wir schon mal ein bisschen Cleanup hin. Ach komm, ey, wieso verhungert denn der da so? Ah, Mist. Die waren ganz schön am Verhungern, ne? Kann das sein? Verdammt. Ah, sag mal, meine Eilzauber, die sind aber auch wirklich, wirklich schlecht, meine Eilzauber. Die habe ich aber auch wirklich ultra schlecht gerade gesetzt. Und was haben wir denn jetzt noch auf? Wo ist da noch was? Ah, hier hinten, okay. Ah, die habe ich echt schlecht gesetzt, meine Eilzauber. Ach, ärgert mich so ein bisschen, aber da dürfte trotzdem... Mein Lavahund ist wieder nicht... Lavahund wieder nicht aufgegangen. Okay, der war aber jetzt war ganz schön murks. Also so richtig zufrieden bin ich damit jetzt nicht. Aber dennoch haben wir drei Sterne geholt. Das heißt, im oberen Bereich sind wir schon mal so 1-2 Sterne besser als der Gegner. Und so kann es ja in jedem Fall weitergehen. Wird kein Timefail, auch wenn der Hund nicht aufgegangen ist. Hat das funktioniert, aber das meine ich so ein bisschen so mit Classic-Armee. Also ein bisschen Golem, Bowler dahinter. Früher hatte man die Bowler nicht, da hat man einfach Magier genommen. Das wäre auch gegangen. Ja, ich hätte vielleicht auch 1-2 Magier mitnehmen können. Noch fürs Cleanup hier, aber es reicht ja. Oh, jetzt ist er doch kaputt. Ah ne, ist nur ein Ballon kaputt gegangen. Okay, dann haben wir den aber auch noch geschafft und dann haben wir ein bisschen vor der Osterruhe nochmal eigentlich ganz gut hier geholt hier. Den 7er, denke ich mal, den macht der Ramses im Vorbeigehen. Der Ramses ist zwar auch nur ein 10er, aber die Base ist jetzt auch nicht so wirklich gut. Also ich denke mal, der Ramses ist ein guter Angreifer und wird den auch 3ern. Ich gehe da mal von aus, ansonsten meist mit Toto oder mit dem Schief. Ich habe ja noch Angriffe jetzt satt. Und dann haben wir nur noch die 3 da oben auf. Gegner muss ein bisschen aufholen. Mal sehen, wenn die auch noch 2 Sterne holen. Prozentual sind wir jetzt schon fast dran, obwohl wir noch eine freie Base haben. Im Gegensatz zum Gegner. Okay, also Osterruhe. Macht ihr eine Osterruhe? Fahrt ihr über Ostern weg? Oder was macht ihr? Ich will mal eben nachtrainen hier. Aber nicht mit denen hier, sondern mit denen. Die brauchen wir fürs Clanspiel. Da können wir aber einen mehr mitnehmen. Sehr schick. Und hier nehmen wir aber jetzt mal Magier mit dabei. 2, 1, so soll es sein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, passt so. Perfekt. Fahrt ihr Ostern weg oder bleibt ihr zu Hause? Oder was macht ihr? Ja, bleibt zu Hause, das hätte ja Frau Merkel ganz gerne. Aber so richtig hält sich da ja keiner mehr so wirklich dran. Aber mit dieser anderen Sache, da können wir wieder in den Livestreams drüber diskutieren. Also bleibt am Kanal dran. Abonnieren nicht vergessen, auf Twitch vor allen Dingen auch dranbleiben. Und dann sehen wir uns in dieser Woche ganz, ganz sicher öfter mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und einen coolen Wochenstart. Euer Toto. Clasht.